Wir sind Buch Schmuel, 18. Kapitel. Wir haben schon gelernt in der letzten Kapitel, wie David, er hat besiegt Goliath. Wir haben schon gelernt die ganzen Sachen, wie er ihn besiegt hat und die ganze Geschichte. Und der Kapitel endete so, dass Shaul, er hat schon David gesehen und er hatte schon Eifersucht auf David. Er hat gesagt, schau, dieser Mann, er wird vielleicht der nächste König von Am Israel sein. ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יהונתן כנפשו. Noch ein Punkt, warum, wie es noch immer schlimmer und schlimmer geworden ist, die Beziehung zwischen Shaul und David המלך war, weil Jonathan, der Sohn von Shaul, er hat David gemocht. Er hat ihn geliebt. Und weil er ihn geliebt hat, und jetzt, wer war Jonathan? Er ist der Prinz. Er sollte der zukünftige König sein. Und wenn er jetzt liebt, David המלך, David, es ist nicht gut für uns. Also für Shaul. Es steht da geschrieben, ויהווהו יהונתן כנפשו. Er hat ihn geliebt mit seiner Seele. Was bedeutet das? Der Malbim, Kommentator Malbim, er sagt uns, es gibt drei Arten von einer Liebe. Es gibt Ahavat Arev, Ahavat Amoil und Ahavat Atov. Drei Arten von der Liebe. Eine Art von der Liebe ist es, ich liebe etwas. Warum? Weil es schmeckt für mich gut. Zetaim la ben Adam, schmeckt für mich gut. Ich mag Fisch zu essen oder andere Essensarten. Warum mag ich das? Es schmeckt gut. Noch eine Art von Liebe ist es, Ahavat Amoil. Sachen, die nicht so gut schmecken, aber ich weiß, das ist gut für mich. Eiweiß, und Proteine und solche Sachen. Ich weiß, das ist gut für mich, das ist gesünder. Obst, Gemüse, nicht viele mögen das. Ja, das ist nicht süß wie Cola oder sowas, aber trotzdem, das ist gut für uns, für unsere Gesundheit. Aber es gibt die letzte Liebe, letzte Art von einer Liebe, und zwar das ist Ahavat Tov. Ich liebe etwas, warum? Ohne Interesse zu haben. Ich habe kein Interesse. Es ist gut. Deswegen mag ich es. Und jetzt, genau dasselbe war die Liebe zwischen Jonathan und David. Jonathan, er hat David geliebt. Ahavat Nefesh. Das war nicht eine Sache, wie heute viele möchten es so interpretieren, dass ja, König David und Jonathan, sie haben sich geliebt wie Chas Veshalom was. Nein, das war nicht sowas. Sondern das war Ahavat Atov. Es gibt viele, die auch Männer und Frauen, die schon geheiratet haben. Und der Mann oder die Frau liebt den anderen. Warum? Wegen Ahavat Arev. Weil es für sie gut schmeckt oder weil es gut für denen ist. Aber das dürfen wir nicht haben bei Heiraten. Beim Heiraten, warum müssen wir den anderen lieben? Ahavat Tov. Weil ohne Interesse, ohne eigene Interesse zu haben, sondern ich möchte es, den anderen gut zu machen. Und das war der Fall auch zwischen Jonathan und David. Also nicht etwas, was wir heute denken über Liebe. Shaul hat das gesehen und er sagte, weißt du was, komm jetzt zu mir nach Hause, zu meinem Palast, ab heute bist du ständig bei mir als Diener. So sagte König Shaul zu David Amelech, zu David. Warum? Weil er sagt, wenn ich jetzt David schicke, einfach so, in seinem Vatershaus, er wird immer Mitmenschen haben. Alle werden ihn mögen, alle werden ihn lieben. Und er wird nachher es wird leichter für ihn sein, König zu sein. Aber deswegen, komm lieber zu mir, so sagte Shaul. Und sie haben, Jonathan und David, sie haben so einen Bund gemacht, einen Liebesbund, zwischen zwei Seelen. ויתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, ויתנהו לדוד, ומדיו ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. יונתן hat seine Kleidungsstücke, Schwert und Kasto, Pfeil und Bogen, Gürtel von ihm, all die Sachen von Prinz her, ja, die Kleidung von dem Prinz, hat gegeben zu David. Das ist noch ein schlechter Punkt für Shaul. Warum? Er sagt, schau, mein Sohn, er soll der mein Nachfolger sein. Er soll der zukünftige König sein. Aber er gibt seine Klamotten von dem König, von dem Prinz her. Er gibt seine Kleidungsstücke zu David Amelech, zu David. Ist nicht gut. Also für Shaul. Und er beginnt immer noch mehr und noch mehr David zu hassen. Weil jetzt David bechol asher ishlachenu Shaul, yaskil, weil yisimehu Shaul an anshei hamilchama, ויטב בעיני כל העם, וגם בעיני עבדי שאול. שאול sagte, ich kann es nicht so machen. Was mache ich? Ich gebe ihm im Krieg. David macht Kriege jetzt. Warum? Shaul sagte, ich hoffe, dass David, er wird sterben im Krieg. Er wird jetzt Krieg machen, da, dort. Ich hoffe, dass er sterben wird. Aber das ist nicht passiert.
ויצא דוד בכל שיש לכן הוא שאול יסקיל, hat immer Segen gehabt, Bracha hat gehabt, König David, und hat immer gewonnen. Und nicht nur das, all die Mitmenschen rundherum von David, sie haben ihn gemocht. Sogar die Sklaven von Shaul haben ihn gemocht, David. ויבואם בשוב דוד מהכות את הפלישתים, ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך, בתופים, בשמחה ובשלישים. ותעננה אנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. Und der Schädel geschrieben, dass nachdem David der Melech die Kriege gemacht hat zwischen den Plishtim, er ist gegangen von einer Stadt in die andere, ganze Land Israel. Und die Frauen sind rausgegangen und sie haben jetzt begonnen, Melodien zu spielen und Musik gemacht mit Tupim und dort auch gefeiert. Warum? Und sie haben dort auch gesungen, die Frauen. Sie haben gesungen und sie haben gesagt, Hika Shaul ba'alafav ve David berivevotav. Shaul, er hat 1000 Soldaten ermordet im Krieg. Aber David, er hat 10.000. König Shaul, unser König, er hat nur 1000 getötet. Aber David, der Diener von Shaul, er hat 10.000 von Plishtim getötet. Das war natürlich schlecht für Shaul. Er sagt, was, ich als König, ich bekomme nicht die Ehre dafür. Er hat ihm noch mehr gehasst. Sagt uns der Kommentator Malbim, dass ab diesem Zeitpunkt, bei dieser Sache, bei diesen Melodien zwischen den Frauen, was sie gesungen haben, Hika Shaul ba'alafav ve David berivivotav, das war eigentlich der Anfangspunkt, wo schon die ganze schwarze Sache schon begonnen hat zwischen Shaul und David. Und ab diesem Zeitpunkt wollte Shaul David umbringen auch. Aber der Malbim sagt uns noch eine Sache. Noch davor sagt uns der Midrash, dass eigentlich überall ist gekommen König David, David der Melech mit dem Kopf von Goliath. Er nimmt den Kopf von Goliath, weil er ihn enthauptet. Und er nimmt von einer Stadt und die andere. Er zeigt es denen. Hier, das ist der Kopf von Goliath. Vor ihm habt ihr Angst gehabt. Und jetzt habt ihr sollt keine Angst haben. Warum? Ich, der Schwache sozusagen, ich habe es geschafft, Goliath zu töten. Und dann, die Frauen haben für ihn gesungen, ja, du bist du bist noch stärker als Shaul HaMelech. Aber der Malbim sagt uns eigentlich, das wollten die Frauen nicht machen. Die Frauen, als sie gesungen haben und getanzt und Musik gespielt, eigentlich steht da geschrieben im Pasuk, Vata'anena anashim ha-misachakot v'tomana, Vata'anena anashim v'kol ari Yisrael, ashir v'mecholot likrat Shaul HaMelech. Eigentlich, sie haben gesungen für Shaul HaMelech. Sie haben gesungen für Shaul. Shaul, du bist stark, du bist der mächtig. Aber das ist echt schlecht, oder für ihn? Nein, sie haben gut gemeint, die Frauen. Sie haben gemeint anders. Shaul, er hat gebraucht 10.000 Soldaten, also 1.000 Soldaten mit sich, dass er die Kriege gewinnt. Aber David HaMelech, er braucht 10.000 Soldaten, um den Krieg zu gewinnen. Also die Frauen, sie haben gut gemeint für König Shaul. Weil du kannst jetzt nicht dem König verspotten oder keine Respekte geben. Es gibt den König und den Diener von ihm, David, und du gibst Ehre nicht für den König, sondern für David. Das kann nicht sein, das ist unlogisch. Der König wird euch automatisch umbringen. Deswegen sagt uns der Malbim, das ist nicht, was wir so gedacht haben, sondern sie haben eigentlich gut gemeint für Shaul. Shaul, du hast gebraucht tausende Soldaten mit dir, um einen Krieg zu gewinnen, aber David braucht 10.000 Soldaten, also noch mehrere Soldaten. Er ist noch schwächer als du. Aber wenn es so ist, warum hat Shaul gehasst David HaMelech? Weil Shaul, er hat es falsch interpretiert. Wie wir es davor interpretiert haben. Dass Ika Shaul ba'alafav ve David berivivotav, dass ich habe nur 1.000 ermordet und David hat 10.000 von denen ermordet. Er hat es falsch interpretiert und deswegen hat er David gehasst. ויחר לשאול מאוד, וירא בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים, ועוד לא אח המלוכה. Ich habe Angst, dass er jetzt König sein wird, so sagt Shaul. Und deswegen hatte er Angst und Zorn auf David המלך. ויהי שאול עוין דוד מהיום ההוא והלאה, und ab diesem Zeitpunkt Shaul, war עוין. Was bedeutet עוין? Sagt uns der Talmud, עוין. Der Midrash sagt uns, עוין bedeutet von ein Hara. Er hat geschaut auf ein böse Auge auf König David. Immer, ständig hat er so geschaut. Auf jede Kleinigkeit. Ah, warte, mit ein Ra bei dieser Sache. Hey, warum hat er das gemacht?
Das ist normalerweise so. Wenn es gibt jemanden, der hasst den anderen, bei jedem kleinen Fehler von dem anderen, er wird auf ihn schauen, schau, wie hat er das gemacht? Wer hat der andere so gemacht? Wenn du jemanden liebst, auch wenn er kleine, wenn er große Fehler sogar gemacht hat, passt schon, weißt du was, Kafsrud gibst du ihm. Aber wenn du jemanden hast, für jede sogar Kleinigkeit von ihm, wie hat er das gemacht? Und deswegen Shaul, er hat schon so geschaut auf König David. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht mit ein Ra? Vayim imachorat, noch eine Sache, im Talmud Megillah, Seite 10b, Deutsch hat es geschrieben, überall, wo es geschrieben steht, Vayim, das ist schlecht. Also da werden wir etwas Schlechtes sehen. Zum Beispiel Vayhi bimei Achashverosh. Vayhi bimei Shefot HaShoftim. Oder hier auch. Vayhi Shaul Oyene David. Shaul Vayhi, das ist etwas Schlechtes, dass er mit einem bösen Auge auf David geschaut hat. Vayhi mimachorat vatitzlach Ruach Elohim ra'a el Shaul vaitnabe betoch habayit. Vedavid menagen beyado kiyom beyom veachanit beyad Shaul. Am nächsten Tag ist eine Ruach Ra'a, eine schlechte Energie auf König Shaul gekommen. Shaul, er hat jetzt, weil er David Amelech gehasst hat, wegen dieser Sachen, warum hat er ihn gehasst? Und er hatte schlechte Auge auf ihn, warum? Wegen zwei Sachen. Erstens, Gott hat ihm eine Ruach Ra'a gegeben. Ruach Ra'a, eine schlechte Energie, er hat immer geschaut, er hat immer gedacht, in Depressionen. Er war immer depressiv, König Shaul. Also ab und zu war er. Überall, wo es geschrieben steht, Ruach Ra'a, das ist eine Depression, ist zu ihm gekommen, zu Shaul. Warum? Weil Gott ihm so gemacht hat. Also warum hat Shaul David Amelech gehasst? Weil Gott ihm es gemacht hat. Warum? Weil Gott wollte, gute Frage, weil Gott wollte, dass die ganze Geschichte mit David Amelech eigentlich, er sollte auch leiden in dieser Welt. Warum sollte er leiden in dieser Welt? Sagen wir am Ende der Shiur von dem Kapitel. Und jetzt, ויתל שאול את החנית ויומר עקב את דוד ובקיר ויסוף דוד מפניו פעמיים. Ruach Ra, wir haben gesagt, eine schlechte Energie ist auf Shaul gekommen und er hat David gehasst. Zwei Gründe haben wir gesagt. Erster Punkt, weil er diese schlechte Energie von Gott bekommen hat. Einfach so, ohne Grund. Und noch eine Sache ist, weil er hat immer gedacht, warte, wenn David jetzt der König sein wird, was wird mit mir passieren? Was wird passieren nachher mit mir? Er wird König sein. Er wird die ganzen Sklaven von mir, alle Diener, wieder zu sich nehmen und mich wieder umbringen. Weil ich bin jetzt der König. Mich, also meine Söhne, Jonathan, meine Frauen, er wird uns alle umbringen. Weil ich bin der König. Und jetzt, damit er als nächster König sein wird, er wird mich umbringen. Deswegen hat er diese zwei Punkte gehabt und er hat immer und immer, noch immer schlechte Gedanken auf König David gehabt. Okay, wie macht er das? Jetzt beginnt er es zu praktizieren. Nicht nur in den Gedanken, ich hasse ihn, sondern er möchte ihm etwas machen auch. Vayatel Shaul et achanit, vayomer rakev et David uvakir, vayisov David mipanav pa'amayim. Er hat genommen sein Speer, König Shaul, und er sagt, jetzt werde ich betaut, ja, unabsichtlich, als ob es unabsichtlich ist, ich werde ihm David umbringen mit dem Speer. Wie? David, er war der Melodienspieler für König Shaul. Was haben wir gesagt in der letzten Shiur, letzte Kapitel? Immer als König Shaul diese schlechte Energien hatte, er hat gerufen, David, sein Diener, und bitte spiel mir Melodien vor. Mit seinem Nevel. Ja, also mit seinem, wie heißt es Nevel auf Deutsch? Harfen. Ja. Nevel, ja, diese von König David. Er soll damit spielen auch. Und jetzt, Shaul, er sagte, ich hasse ihn so sehr, König David, ich muss ihn umbringen. Aber wie? Wie? David, er hat Goliath ermordet. Jedem Krieg, was ich ihm schicke, er tötet denen. Er tötet die Plüschtim. Und ich sehe, dass er hat Maskil, er hat Erfolg bei jeder Sache von ihm. Sagte Shaul, ich werde ihn so umbringen, als ob es unabsichtlich war. Wie? Er schaute mich nicht an. Er spielt. Und was werde ich machen? Ich werde meinen Speer nehmen und auf ihm schmeißen. Und als wenn ich es auf ihm schmeiße, es wird in sich, in König in David, wird es reinstechen in sich und auch auf dem Wand wird es kommen. Das bedeutet, ich werde ihm, wie Litlot Muna zum Beispiel, wenn Bild zum Beispiel aufzuhängen, so werde ich ihn machen mit einem Speer. Warum genau ein Speer? Weil Speer,
das ist ganz leise. Wenn ich Schwert nehme oder sowas, dann er wird vielleicht schreien oder sowas oder mit anderen Sachen, es wird ein Geräusch machen. Aber wenn ich einen Speer nehme, so schnell werde ich es machen, schmeißen auf ihn. Mit dieser Geschwindigkeit, es wird ihn so umbringen, so schnell, aber niemand wird es hören. Was will man hören? Sein, ja, psch, warum will man das hören? Weil es auf die Wand gekommen ist. Und wenn meine Diener zu mir kommen und sehen plötzlich, David, er ist tot, ich werde sagen, nein, das war unabsichtlich. Ich wollte es eigentlich damit spielen und unabsichtlich ist es auf David gekommen. So werde ich ihn umbringen. Aber es steht da geschrieben, Gott wollte es nicht haben. Vayisov David mipanav pa'amayim. David, er wurde davon auch nizal, ja, also Gott hat ihn gerettet vor diesen Sachen. Sagt uns der Malbim, zweimal hat er ihn gerettet, Gott. Wie? David, er hat gespielt mit seinem Harfen. Und als er gespielt hat, er schaut natürlich, wo er spielen soll, ja, so auf diese Seiten. Ja, nur Chutim meine, ja. Er macht auf diese Seiten und er schaut den König Saul an. Er schaut ihn nicht an. Und plötzlich, aber genau in dem Moment, wo Saul auf ihn geschmissen hat, plötzlich sagt er, er war so tief in der Melodie und er spielt und ein bisschen so runtergegangen. Und genau in diesem Moment ist es, hat den Wand getroffen und nicht ihm. Zweimal so ist es passiert. Zweimal durch die Hilfe Gottes. Das hat er nicht bemerkt, sogar. Er hat es nicht bemerkt. Diese zweimal, er hat es sogar nicht bemerkt. Wir werden noch kommen, wo er es schon bemerkt hat, noch weiter. Vayar Shaul milifne David, ki haya Adonai imo umim Shaul sar. Nachdem er ihn umbringen wollte, und er sagt, warte, ich sehe, dass Gott ihm auch bei dieser Sache geholfen hat, er hat noch Angst gehabt. Ich sehe, dass Gott mit ihm ist. Und wenn Gott mit ihm ist, anscheinend, er wird der nächste König sein. Seine Ängste wurden noch immer stärker und noch stärker. Und jetzt Shaul sagte, jetzt wirst du, David, jetzt wirst du mein Haus verlassen. Mein Palast, ja nicht Haus, mein Palast wirst du verlassen. Warum? Du sollst jetzt der Offizier sein, über 10.000 Soldaten. Der Captain von 10.000 Soldaten. Warum das? Zwei Meinungen. Erste Meinung von Metzudat David. Metzudat David sagt, dass ich soll ihn schicken im Krieg, er soll dort sterben. Malbim sagt uns noch eine Antwort, weil wenn jemand bei dem König ist, der Diener von dem König, seine zweite Hand, also er ist immer mit ihm, er spielt viel Melodien und alles, wie schauen die anderen auf ihn? Er ist der Diener von dem König. Das bedeutet, durch mir, so sagt König Saul, er will die Ehre bekommen. Ich möchte das nicht haben. Geh lieber fort, sei nicht neben mir, weil allein meine Nähe, ja, dass du neben mir bist, bekommst du schon die Ehre. Geh weiter von mir, du sollst nicht so nah zu mir sein und somit wird deine Ehre noch kleiner sein. So dachte er, König Saul, aber das ist nicht passiert. Weil David lechol darachav maskil, v'Adonai imo. David Amelech, David, alles, was er gemacht hat, Hashem imo. Gott war mit ihm. Auch bei den Kriegen und alles. Und deswegen, er hat noch stärker Angst gehabt, König Saul. Vechol Israel v'Yehuda oheve David, ki hu yotze vava lifnehem. Nicht nur das, sogar die Menschen, Volk, hat ihn schon geliebt. Und er sagte, ich habe Angst. Warum? Weil Yehuda, Israel, alle mögen ihn, das ist nicht gut für mich. Vayomer Shaul el David, jetzt Shaul hat noch eine Taktik. Wie kann ich jetzt David umbringen? Vayomer Shaul el David, ine biti gdola, merav, ota eten lechaish leisha, acheyeli leben chayil, vilachem ilchamot Adonai. Shaul amar, al ti yadi bo, uti bo yad pelishtim. Sagt Shaul zu David, ja, ich habe eine ältere Tochter, meine erstgeborene Tochter, namens Merav. Komm, ich gebe sie zu dir, Geschenk, ja, du sollst mit ihr heiraten, aber unter einer Bedingung. Geh jetzt einen Krieg zu machen gegen Plishtim, aber was? Warum wollte er das machen? Weil du sollst mit Plishtim bekämpfen, Hauptsache ich habe keine Kopfschmerzen von dir, geh alleine, ohne Soldaten, du sollst alleine Plishtim umbringen. Und somit wirst du meine Tochter bekommen. Der Malbim stellt dann die Frage, wir haben doch gelernt in den letzten Kapiteln, was sagte König Saul?
derjenige, der es schaffen wird, Goliath umzubringen, ich werde meine Tochter ihm geben. Wie sagst du jetzt, Bedingungen, ja, weißt du was, ich gebe dir meine erste Tochter, aber unter der Bedingung, dass du die Bestimmung umbringst. Aber das war nicht die Sache. Also der Deal war, letzte Kapitel haben wir gesehen, wenn ich schon Goliath umbringe, werde ich schon deine Tochter bekommen. Er beantwortet es so. Er sagt, stimmt. Saul sagt zu ihm, Saul könnte David sagen, David, ich habe geschwört, derjenige, der Goliath umbringt, ich werde ihm meine Tochter bringen. Geben. Welche Tochter? Ich habe nicht gesagt, die älteste Tochter. Ich kann dir geben, die meine ganz kleine Tochter, die vielleicht ein Jahr alt ist, ja? Und deswegen, du solltest viele Jahre lang warten dafür. Weißt du was? Ich gebe dir meine erste Tochter, die älteste, Merav. Aber für diese Sache, das war nicht die Abmachung, aber wenn du die Erstgeborene haben willst, dann sollst du, also die Älteste, dann sollst du mit den Plishtim einen Kampf machen. Weil mit David den Shaul, mir noch hier macha, ja, ich mache David Israel, ki echatan la melech. Shaul, aber König Shaul, mit vollem Respekt, aber wer bin ich? Von wo ist meine Familie? Meine Familie, Ishai, ja, wir sind noch überhaupt von Safek Mamzerim. Die meisten haben gesagt, ja, vielleicht David ist Bastard, er ist nicht. Haben wir schon besprochen in dem Kapitel von König David über sein Leben. Aber noch einmal, trotzdem, das Reden, ja, war schon über ihm. Und wie soll ich der Bräutigam sein von der Prinzessin? Merav, sie hat eigentlich geheiratet mit David, aber bevor er sie geben wollte, Shaul, er hat gegeben es zu Adriel. Also, Entschuldigung, noch einmal. Also, Shaul hat gegeben Merav zu David Amelech. Er hat mit ihr Kiddushin gemacht. Er hat sie geheiratet. Aber wir hineten alle Adriel. Aber plötzlich hat sie geheiratet mit Adriel, Amecholati, mit anderen Personen hat sie geheiratet. Jetzt, über diese Punkte werden wir noch am Ende der Show Bezrat Hashem sprechen. Es gibt einige unklare Sachen, ja, was wir noch besprechen müssen, aber das ist am Ende. Okay, die Erstgeborene ist schon nicht aktuell, weil sie ist jetzt, wir wollten ihm König David geben, also David geben, aber Adriel Amecholati hat sie genommen. Sagt uns der Malbim, warum sie hat geheiratet mit Adriel? Weil sie war schon über 12,5 Jahre. Und über 12,5 Jahre hat das Mädchen die Kraft über sich zu entscheiden, mit wem sie heiraten möchte. Darunter kann sie nicht entscheiden. Ihr Vater kann für sie entscheiden, so, du heiratest jetzt mit diesem und diesem Mann. Unter 12,5. Aber da, sie war schon über 12,5. Deswegen, okay, Shaul, du willst es deine Tochter geben zu David Amelech. Aber trotzdem, sie hat ihre eigenen Interessen. Ja, und sie sagt, nein, ich möchte jetzt mit Adriel heiraten. Obwohl wir davor gesagt haben, David Amelech hat sich schon geheiratet. Also er hat ja schon Kiddushin gegeben. Das werden wir aber noch am Ende der Shiur Bezrat Hashem besprechen. Und nächste Pasuk sagte, dass Michal, die zweite Tochter von Shaul, sie hat schon David geliebt. Sie hat ihn geliebt und Shaul hat das gehört, dass Michal ihn liebt, dass Michal David liebt. Er sagte, oh, dank meine zweite Tochter werde ich Bezrat Hashem, ja, Bezrat Hashem werde ich so schaffen, David umzubringen. ויאמר שאול, את איננה לא תהי לא למוקש, ותהי בו יד פלישתים. ויאמר שאול לדוד, בשתיים תתחתן בי היום. זאת שאול צו דוד, ויסטו וס, די אסטה תוכתה, איס ניכט מאקטואל. שטוענו. אבא, צומינס, די צווייטה תוכתה. נים זי פי דיך, מיכל, וייס, די ליב דיך, ורום זול צו זי נאמן, אבא ון דו זי נימסט, דן מוסטו דן קריג מחן צווישן פלישתים. עלי נאוני זולדתן. ויצב שאול את עבדיו דברו אל דוד בלט לאמור הנה חפצה בך המלך וכל עבדיו ואהבוך ואתה התחתן במלך. Und er sagte zu seinen Sklaven noch und Dienern, Shaul, er sagte zu denen, geht jetzt zu David und sagt ihm, ja weißt du, der König möchte, dass du mit die zweite Tochter mit ihm, von ihm heiratest. Komm, geh, heirate mit ihm. Nicht nur von ihm, weil das ist kein Respekt. Wenn der König sagt, weißt du, bitte nimm meine Tochter. Ist nicht Respekt für eine Prinzessin. Oder das ist auch nicht die Ehre von dem König. Das er hat es so gesagt zu den Dienern. Und sie sollen es sagen, König David, also David. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם מתחתן במלך ואנוכי ישרש ונקלה. Er sagt zu denen, wie kann ich mit ihr heiraten, mit Michal? Ich bin doch arm. Was bin ich? ויגידו עבדי שאול לא לאמור, כי הדברים האלה דיבר דוד. Und die Dienern, okay, du bist arm, sie haben diese Information gegeben, weitergeleitet zu Shaul.
ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במואב, כי במאה עורלות פלישתים, להינקם באויבי המלך, ושאול חשב להפיל לדוד ביד פלישתים. שאול עד אז גוריית, וזאג נאי נאי, זאג צימביתה, סודן דינן, זאג צימביתה דוד, איך אלס קוניג, איך בוכן איך גלד פון דיה, דו זאג דו ביס ארם, קיין פרובלם, איך בין רייך, קוניג, יא, איך בוכן איך דן גלד. אבא, schon, ich brauche schon eine Bedienung. Was ist die Bedienung? Du musst mir 100 Plishtim umbringen. Aber woher weiß ich, dass du 100 Plishtim getötet hast? Bring mir 100 vor heute. Also, wirklich, ja. Du sollst sie umbringen, aber noch eine Brit Mila zu denen machen. Und diese 100 vor heute von denen, gib es mir als Beweis. Danach werde ich dir meine Tochter geben. Ich stelle die Frage, also zuerst noch, Malbim sagt uns, warum wollte er das machen? Warum hunderte Vorhäute von Plishtim, all die Sachen? Der Malbim sagt, weil David Amelio, das ist etwas, was abnormal ist. Normalerweise, es gibt einen Krieg. Okay, es gibt einen Krieg, er tötet denen, sie bringen den anderen um. Aber ein Vorhaut zu schneiden, was ist das für eine Sache? Das ist nicht bei Kriegsregeln, ja, Kriegsgesetze, das ist abnormal bei diesen Sachen. Niemand macht sowas. Und wenn David es macht, dann werden die Plishtim es sehen, die anderen, und sie werden sagen, wer ist dieser Typ, der uns so schlecht behandelt? Ah, David, wir werden ihn umbringen. Wir haben jetzt einen Deal mit ihm. Das war der Plan von König Saul. So wollte König Saul unbedingt David umbringen. Der Ben Yoyada, der Ben Ishai, er stellt da eine Frage, eine starke Frage. Warum genau vor heute? Sag, Ohren, Augen, warum Vorhaut? Was ist das für eine Sache, ja, Brit Mila zu machen, zu denen und es denen es geben? Sondern er gibt eine Antwort, laut dem Pschat, ja. Er sagt eine Antwort und zwar, wenn er jetzt 100 Ohren gibt oder hunderte Augen gibt oder Fingern, es müssen nicht 100 Plishtim sein. Es kann sein, ein paar Plishtim. Und jeder von denen hat 10 Fingern. Ja, also mit 10 habe ich schon hunderte Fingern gehabt. Ja, oder zum Beispiel mit Ohren. Ich habe 2 Ohren, dann ich töte 50 Plishtim und somit habe ich 100 Ohren. Und deswegen sagt er, lieber vor heute. Aber weiter stellt sich die Frage, warum gehen auch vielleicht eine Nase oder Köpfe? Sondern die Sache war, weil er sagt, wenn er jetzt 100 zum Beispiel Nasen mir gibt, ja, dann, Nase gibt es eins. Aber von wem ist es? Es kann sein von Frauen. Und ich möchte nicht, dass du mit Frauen tötest, ja, dass du Frauen tötest. Ich möchte, dass du einen Krieg machst gegen Männer, Plishtim, dass sie, für seine Gedanke her, sie sollen ihn umbringen. Deswegen lieber 100 vor heute. Es gibt dann noch etwas Stärkeres. Und zwar, warum genau 100? Warum genau diese Anzahl 100? Sag ihm 50 vor heute. Vor heute, ich verstehe, aber sag, warum genau 100? Sondern, das hat mit der letzten Schiur zu tun. Letzte Schiur haben wir gelernt, wie König Saul, er sagte, derjenige, der Goliath, den Plishti, umbringt, er wird meine Tochter heiraten. Jetzt, er hat ihn umgebracht. Aber was haben wir gelernt in der letzten Schiur? Was steht geschrieben im Talmud Sota? Was war die Quelle von Goliath? Wer war sein Vater? Es gab, die Mutter von ihm war Orpah. Und sie hat geschlafen mit 100 Menschen. Mit 100 Menschen, 100 Plishtim, plus Papi und Nani. Nani ist ein Hund. Plus ein Hund ist gekommen zum Bett. Das bedeutet, 100 Menschen waren für die Leute, die Goliath erzeugt haben. Deswegen sagte Saul zu David, David, unser Deal war Goliath und natürlich auch seine DNA, ja, zu zerstören. Seine Gene auch zu zerstören. Aber wie sollst du ihn umbringen? Ihm hast du umgebracht. Aber noch musst du noch 100 Plishtim umzubringen, als Symbol für die Vätern von Goliath Plishtim. Weil sie Plishtim auch waren, die Vätern von ihm. Weil das war die Quelle von Goliath. Und deswegen sollst du 100 vor heute mir bringen. Weiter. ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים. דוד המלך עד אז גוהרת, דוד, יעניסת הקוניג, דוד עד אז גוהרת, אוקיי, הונד פור הייתי, וסס פני זכה, אוקיי, דקוניג מושתה, איך מאחס. ודעת איסור גשפט, ולא מלאו הימים.
er hat ihm eine Zeit beschränkt. Also zum Beispiel, einen Monat hast du Zeit. Aber David HaMelech hat vor diesen einen Monat gemacht. Also bevor er die Zeit schon gekommen ist. Weil Jakob David, weil Jelech Uwan Aschav, weil Jachba Pelishtim, Mataimisch. Er hat nicht 100 gegeben. 200 Menschen hat er umgebracht, David. Und somit hat er 200 vor heute. Weil David hat Olotem, weil Malun HaMelech, Lichaten HaMelech, weil Telo Shaulet, Milchal Bitolisha. Und so gibt er ihm, ja, eine sackvolle 200 vor heute. Bitte schön, König, gib mir deine Tochter. Weil ja Shaul war jeder. Kei Adonai David, und Michal bat Shaul ha-Avetu. Und Shaul, er hatte noch Angst gehabt, noch stärker, es verstärkt sich immer seine Angst. Warum? Er sagt, ich sehe, dass Gott immer mit ihm ist. Und er wird der nächste König sein. Und noch ein Punkt, meine Tochter liebt ihn. Das war nicht der Plan. Der Plan war, er soll für meine Tochter einen Krieg machen, aber er soll sterben. Aber ich sehe, dass meine Tochter auch ihn liebt. Weil Josef Shaul lerom, ich bin David dort, weil Shaul ojeve David kolayamim, er hatte noch Angst gehabt vor David und er war sein Feind. Die ganze Sache, die ganze Zeit. Weil Jezeu, Sare Felishtim, weil Midei Zetam, Sachal David, Mekol Avde Shaul, weil Ikar Shemo Meod. Genau wie Shaul geahnt hat, ja, dass die Plishtim werden einen Krieg machen gegen David, das ist auch passiert. Sie haben gefragt, wer ist dieser Typ? Wer ist der Typ, der uns ermordet hat, der uns noch 200 Feinde von uns geschnitten hat? Ah, das ist dieser Typ, David? Wir werden ihn jetzt umbringen. Und er hat geheiratet mit Michal. Steht geschrieben in der Tora ein Gesetz. Ein Bräutigam, Chatan, ein Jahr, Naki Iyele Beto Shana Achat, Vesimach et Ishto Asher Lakach. Ein Bräutigam, der geheiratet hat jetzt, ein ganzes Jahr, er darf nicht in den Krieg ziehen. Warum? Er muss seine Frau Freude geben. Jetzt. Die Plishtim haben gesagt, jetzt ist unsere beste Chance, David umzubringen. Er ist jetzt ein Bräutigam, ein Jahr. Er darf jetzt nicht in den Krieg ziehen. Komm, wir bringen ihn jetzt um. Aber nein. Sachal David Mikol Avde Shaul. David trotzdem. Er hat genommen seine Männer. So, wir machen den Krieg gegen die Plishtim. Sie möchten mich umbringen. Wir machen gegen denen. Und so hat David geschafft, auch bei all diesen Kriegen umzubringen. Okay, das war dieses 18. Kapitel. Ich habe euch gesagt noch, wir werden noch ein paar Punkte besprechen. Zuerst deine Frage, Elias. Und zwar, warum hat David HaMelech so ein schlechtes Leben gehabt? Wir sehen es von Anfang an und noch in dem Schiur von König David, wo wir es besprochen haben. Und wir werden es noch immer sehen. All diese Sachen, wo David HaMelech, jede Sache hat ihm schlechte Zeiten gehabt. Sondern laut der Bücher der Kabbalah steht es geschrieben, dass David HaMelech, er war der Gilgul von Adam Arishon. Er war der Gilgul von Adam Arishon. Und jetzt, wie Adam Arishon, er hat gesündigt mit der verbotenen Frucht. Und deswegen leiden wir bis heute. David HaMelech, er hat die Seele bekommen, wie bei Adam Arishon. Und er sollte das Verbot von der verbotenen Frucht von Adam Arishon löschen, also wieder gut machen. Und deswegen sagte Hashem, ich werde jetzt David HaMelech, König David, ich werde ihm so ein schlechtes Leben geben, dass von Anfang an seine Familie, Vater, Geschwister werden ihn hassen, seine Kinder, seine Frau, erste Frau sollte mit einer anderen heiraten und ja, mit Merav und noch Tata, noch Probleme da, Probleme dort, alle haben ihn gehasst. Warum? Allein durch diese Sachen soll er die Tikkun machen, er soll den Tikkun machen, Wiedergutmachung machen für die Sünde von Adam Arishon mit der verbotenen Frucht. Das war ja mit aber David HaMelech sollte das Verbot von Adam Arishon wiedergutmachen. Und jetzt, es gibt da noch einige Fragen, starken Fragen bei dieser Sache. Was haben wir gesagt? David HaMelech, er hat geheiratet mit Meirav, die erste Tochter. Haben wir gesagt, er hat ihr gegeben Kiddushin. Ich hätte einige Fragen. Erste Frage ist, David HaMelech, wie darfst du mit zwei Frauen heiraten? Mit Merav und Michal. Okay, Merav, sie hat geheiratet nachher mit anderen. Aber was haben wir gesagt? Du hast ihr Kiddushin gemacht. Du hast mit ihr geheiratet. Auch wenn sie jetzt mit anderen lebt, aber du hast ihr Kiddushin gemacht. Wie kannst du jetzt mit die andere Tochter, mit der anderen Schwester von ihr zusammen sein? Noch eine als eine Frau? Erste Frage, das ist verboten, mit zwei Schwestern zu heiraten. Noch eine. Nein, mit zwei Schwestern. Und noch eine Frage ist, Shaul war ein großer Tzaddik. Shaul war ein großer Tzaddik.
Wie sehen wir das bei Shaul? Was ist passiert beim Shaul? Er hat genommen Merav. David HaMelech hat Kiddushin gemacht zu Merav. Er hat sie gegeben zu Adriel. Adriel HaMecholati. Oder laut der anderen Meinung, sie ist gegangen. Okay, ist kein Problem. Aber laut anderer Meinung, er hat sie gegeben zu Adriel HaMecholati. Und danach hat er geheiratet. Aber wie? Er hat mit ihr geheiratet. Wie machst du das? Und noch weiter, er hat geheiratet mit Michal. Und auch Michal werden wir noch sehen weiter, in den weiteren Kapiteln. Er hat sie gegeben auch zu anderen Mann. König Shaul, obwohl König David mit Michal schon geheiratet hat. König Shaul hat genommen die Tochter von ihm, Michal, und sie gegeben zu Palti ben Laish. Und jetzt, über diese Geschichte werden wir ihn auch besprechen, aber in den nächsten Kapiteln. Aber wie, Shaul, wie bist du ein, du bist so ein Tzaddik, Mashiach Hashem. Und wie kannst du sowas machen, eine Frau, die schon geheiratet hat, anderen geben und die zweite Frau noch auch das zu machen? Sondern, wir haben eine Grundregel, und zwar bei Kiddushin. Hilchot Kiddushin, Talmud, Masechet Kiddushin sagt uns, dass, wie hat, noch davor, bevor wir zu dem Talmud kommen, wie hat David der Melech Meirav geheiratet, mit der ersten Tochter. Kiddushin Milveh. Was bedeutet Kiddushin Milveh? Er hat ihr gesagt, schau, Meirav, Prinzessin, ich bin arm, ich habe kein Geld. Ich bin David, ja, was habe ich? Aber dein Vater, er hat versprochen, dass derjenige, der Goliath umbringt, er wird ihm reich machen. Weißt du, ich vertraue deinem Vater, was er gesagt hat, dass er so versprochen hat. Weißt du was? Ich werde es so machen, also ich werde dir Kiddushin geben, Geld geben, aber wie, ich habe kein Geld. Was dein Vater mir schuldet, es wird noch die Zeit kommen, wo er mir das es geben wird. Und jetzt bist du schon Mekudeshet für dieses Geld. Es ist nicht bei mir, aber es wird zu mir kommen. Okay, das ist Kiddushin Milveh. Aber der Talmud sagt uns, Kiddushin Milveh, das ist nicht aktuell. Das ja inaktiv, das geht nicht. Und deswegen, Shaul, stimmt, David hat geheiratet mit Meirav durch Kiddushin Milveh. Aber das ist nicht aktuell. Deswegen hat sie gegeben zu Adriel HaMecholati. Okay, aber was passiert mit der zweiten Tochter? Mit Meirav, mit Michal? Zu Michal, er ist schon anders gekommen. Er sagte zu ihr, du Michal, ich heirate mit dir. Warum? Auch wegen das Geld, was dein Vater hat, aber noch etwas. Die 200 Vorhäute von den Plishtim. Sagen wir so, wie viel Wert hat es? 200 vor heute von Plishtim, Minimum Schweppruta, nachon? Minimum von Schweppruta ist es. Und laut der Halacha, Kiddushin kannst du ab Schweppruta machen. Und deswegen sagt er, mit dieser Schweppruta heiratest du mit mir und nicht nur das, auch mit dem Geld, was dein Vater mir schuldet. Das sind diese zwei Sachen. Und da gab es eine Meinungsverschiedenheit. König Shaul sagte, David, du hast meine Tochter jetzt gegeben, also du hast ein Kiddushin gemacht mit meiner Tochter, mit Kiddushin Milveh, aber auch mit Pruta. Aber David, du musst ein Prinzip wissen. Wenn es jetzt ein Kiddushin Milveh gibt und eine Schwepruta, wir schauen, was ist wichtiger für die Frau. König Shaul sagte, für Frauen, was ist wichtiger? Nicht, dass du denen jetzt Geschichten erzählst, ja, ich habe Geld bei deinem Vater oder sowas. Oder ich werde jetzt nach so einem Deal werde ich Millionen bekommen. Nein, das redet nicht mit einem, das sagst nicht für eine Frau. Sondern eine Frau möchte sogar etwas Kleines, aber ich möchte es sehen. Ja, deswegen sagte Shaul, König Shaul sagte aber, das dachte König David. Weil für eine Frau ist es wichtiger, was sie sieht. König Shaul sagt, nein, für eine Frau ist es wichtiger, die Millionen, was du ihr versprichst. Deswegen, Shaul meinte, die ist eh nicht deine Frau. Weil du hast ihr geheiratet mit Kiddushin Milveh und Schweppruta, aber für ihr ist es wichtiger, Kiddushin Milveh. Dieses Geld, viel Geld, was du ihr versprochen hast. Aber das ist nicht aktuell. Aber eigentlich, David, was hat er gemeint? Nein, für eine Frau ist es schon wichtiger, was sie sieht. Und deswegen, das war diese Sache. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.